Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Mikrocontroller-Kurs. Heute möchte ich eine mögliche Lösung für die Aufgabe aus der letzten Folge vorstellen. Da ging es ja um die Kesselanzeige. Der Kessel war für einen chemischen Prozess zuständig und in dem Kessel konnte entweder die Temperatur zu hoch sein oder der Druck zu hoch sein oder beides zu hoch sein. Und wenn keins zu hoch war, dann war letztendlich der Status okay. Gehen wir direkt mal in die Programmierumgebung und schauen uns das mal an. Das Ganze soll kontinuierlich angezeigt werden, das heißt, der beste Platz wird wieder unsere While-Schleife sein. Vielleicht gehen wir als Kommentar nochmal ein, welche Möglichkeiten wir da hatten. Also in der Aufgabenstellung stand, wenn P gleich 1 war, dann war die Temperatur zu hoch. Temperatur, hoppla, Temperatur zu hoch. Oder wenn P gleich 2 war, dann war der Druck zu hoch. Dann sollte noch angezeigt werden, falls beides angezeigt wird. Das heißt, das niederwertigste Bit und das Bit davor wird auch gesetzt. Dann haben wir den Zustand P ist gleich 3. Dann war sowohl die Temperatur und auch der Druck zu hoch. Zu hoch. Und ansonsten war alles okay. Gut, das nur mal als Merker, bevor wir hier programmieren können. Das heißt, wir können erstmal den Port abfragen. If P1 gleich, wichtig ist immer das doppelte Gleichheitszeichen, gleich 1. Und dann die geschweifte Klammer. Und dann gehen wir aus printf. Temperatur. Temperatur T zu hoch. Das Ganze natürlich wieder mit Zeilenumbruch. Dann können wir angeben, else if. Das heißt, wenn die Temperatur nicht zu hoch ist, sondern P1 gleich 2 beträgt, dann geben wir aus printf. Führungszeichen, dann ist der Druck P zu groß, P zu hoch, wieder mit einem Zeilenumbruch. Das oben wegrutschen lassen, das wollen wir natürlich nicht machen. So. Und hier geht die Klammer auch wieder zu. So, das heißt, die Temperatur haben wir abgefragt, den Druck haben wir abgefragt. Jetzt können wir nochmal abfragen, ob beides eventuell der Fall ist. Else, if, und dann ist eben P1 gleich 3. Und dann geben wir aus printf. Temperatur und Druck zu hoch. Und auch hier haben wir wieder eine Return zur Verfügung gesetzt. So. Und dann die Return zur Verfügung. Und dann gehen wir noch aus, wenn alles okay ist. Das heißt, else, das heißt, der muss natürlich nach oben.
Jetzt alles ist okay. Klammer auf. Printf. Alles ist okay. Okay, auch die Klammer zu. Und dann kompilieren wir das Ganze mal. Und den Emulator auf. So, setzen wir alle Bits gleich 0, damit wir einen gültigen Zustand haben. Also die beiden Bits interessieren ja letztendlich in unserer Aufgabe. Und er sagt, alles ist okay. Ich setze das niederwertigste Bit. Er meldet mir, die Temperatur ist zu hoch. Ich setze das zweite Bit. Der Druck P ist zu hoch. Und wenn ich alle drei setze, dann meldet er mir richtig, die Temperatur und der Druck ist zu hoch. Gehen wir nochmal zurück ins Programm. Stoppen das nochmal. Gucken uns mal den C-Code an. Und dann sehen wir, wir haben am Anfang abgefragt, wenn der Port 1 gleich 1 ist, das heißt, die Temperatur ist so hoch, dann soll er es entsprechend ausgeben. Ansonsten müssen wir noch abfragen, ob der Druck zu hoch ist. Das heißt, P1 ist gleich 2, dann gibt er aus, dass der Druck zu groß, zu hoch ist. Oder falls vielleicht beides zu hoch ist, dann sind beide Bits gesetzt. Das heißt, auf P1, das Signal an P1 ist die 3, dann gibt er aus, dass die Temperatur und der Druck zu hoch ist. Oder ansonsten, das heißt keiner der drei Fälle, ansonsten kann nur eine 0 drin stehen, dann gibt er aus, alles ist okay.